Ihr wisst es schon, auch wenn niemand von uns immer dran denkt, wenn wir konsumieren, hat das immer auch einen Einfluss auf die Welt um uns herum. Wenn wir Essen aus biologischer Landwirtschaft oder aus fairem Handel kaufen oder wenn wir Kleider aus Kinderarbeit kaufen, hat das seine Wirkungen, die natürlich selten auf den ersten Blick genau abzuschätzen sind, da die Welt komplex ist. Man muss sich schon näher mit den Auswirkungen beschäftigen, wenn man verantwortungsbewusst konsumieren will. Kaum jemand hat die Möglichkeit, alles selber zu erzeugen und dadurch die meisten Auswirkungen am eigenen Leib zu erleben. Für all jene, die komplexe Fragen lieber auf stereotype Antworten reduzieren, gibt es eine Auswahl an snobistischen Lifestyles. Da braucht man nur auf eine Welle zu schwimmen und weiß immer sofort, was gut ist. Auf das Hipster-Magazin Ökotest mit seinem einfach gestrickten Lifestyle-Weltbild werde ich später noch zu sprechen kommen. Ich kann euch einige Informationen aus Praxis und Theorie liefern. Welche Konsequenzen ihr daraus für euer Leben zieht, müsst ihr selber entscheiden. Hundertprozentig konsequent können wir alle nicht sein. So ist es die Entscheidung jedes Einzelnen, wo man seine Grenzen setzt und ob man Cashewnüsse oder Spargel mit schlechtem Gewissen isst. Hier soll es nur um Ernährung gehen, damit das Thema nicht ausufert. Kleidung, Kosmetik und, wie auf den Fotos, Fortbewegung können mal wann anders behandelt werden. Viele Ernährungsreligionen buhlen um manipulierbare Jünger. Alle haben gemeinsam, dass sie sich nur für die Konsumseite interessieren und auf der Gewissheit aufbauen, dass in den Supermärkten alles im Übermaß verfügbar ist. So hat der berüchtigte Attila Hildmann zwei Statussymbole, die ihn als Lifestyle-Guru qualifizieren. Einen Porsche und eine extravagante Ernährung. Da kann ich als Radfahrer mit anpassungsfähiger Ernährung absolut nicht mithalten. Ich empfinde bei der eigenen Ernte mehr Lebensqualität als beim verschwenderischen Luxus eines 4-Sterne-Hotels. Makrobiotik, Paleoernährung, Rohkosternährung, Veganismus, Billigfleischkonsum. Sie alle haben die typische konsumistische Anspruchshaltung einer überfütterten Wohlstandsgesellschaft, die die Produkte und ihre Erzeuger nicht wertschätzt. Ganz so, als käme das Essen einfach aus dem Supermarkt. All diese Lehren lenken von den entscheidenden Themen ab und sind mit einem verantwortungsbewussten Konsum nur begrenzt kompatibel. Dass verwöhnte junge Menschen in der Pubertät mit einer Ernährungslehre experimentieren, ist sicher verständlich. Mit etwas Glück und Verstand kann so eine snobistische Ernährung Wegbereiter für spätere Konsumkritik sein. Denn irgendwann sollte die Pubertät zu Ende sein und man sollte begreifen, dass es eine Welt jenseits des Tellerrandes gibt. Ernährungsreligionen stehen in jedem Falle einer differenzierten Konsumkritik und den damit zusammenhängenden Verantwortlichkeiten im Wege. Dabei gehörte zur Makrobiotik ursprünglich eine Schwerpunktlegung auf lokale Produkte. Heute wird die Makrobiotik in Europa meist so verstanden, als müsse man, da die Lehre aus Ostasien stammt, einen Schwerpunkt auf ostasiatische Produkte wie Meeresalgen legen, auf dem Foto eine Braunalge mit dem japanischen Namen Kombu, und dürfe keine lokalen Milch konsumieren, weil Milch in Ostasien keine Tradition hat. Eine mitleiderregende Logik. Wenn wir den Schwerpunkt unserer Ernährung auf lokale Produkte der Saison legen, ist das sicher sowohl aus Umweltgesichtspunkten als auch aus sozioökonomischen Gesichtspunkten ein guter Schritt. Aber das lässt sich natürlich nur in einem begrenzten Grade durchführen. In Nordeuropa könnte man dann im Winter fast nur Tierprodukte essen. Bei lagerfähigen Produkten wie Kartoffeln, Wein, Honig, manchen Äpfeln, Dauerwürsten, Sauerkraut und eingekochten Tomaten spielt die Saisonalität eine untergeordnete Rolle. Käse ist sowieso besser, wenn er ein paar Monate alt ist. Grundsätzlich tun wir sicher etwas Wertvolles für Natur und Umwelt, wenn wir die lokale biologische Landwirtschaft durch den Kauf ihrer Produkte unterstützen. Das würde ich aber beim Wein relativieren, weil das Kupfer, das im biologischen Weinbau angewendet wird, sich im Boden akkumuliert,
während die Fungizide der konventionellen Landwirtschaft im Boden abgebaut werden. Es ist eben nicht alles so schwarz-weiß, wie es außenstehende Kunden oft glauben. Wenn wir aber nun in Deutschland im Bioladen Äpfel aus Neuseeland kaufen, dann wird der Konsum von Bioprodukten zum reinen Lifestyle-Attribut, das mit Verantwortung jenseits des Tellerrandes nichts mehr zu tun hat. Bioläden haben heutzutage ohnehin viele Snob-Produkte anzubieten und richten sich oft mehr an eine Lifestyle-Klientel, für die der Biokonsum Aushängeschild ist, als an tatsächlich Umweltbewusste. An ersteren verdient man besser, das lässt sich nicht ganz ausblenden. Wenn wir Tierprodukte möglichst aus lokaler Weidehaltung wählen, dann tun wir etwas für die Bewahrung wertvoller Ökosysteme. Im Winter müssen die Tiere natürlich vielerorts mit Heu oder Silage gefüttert werden, da die Weiden nichts hergeben. Auch die dafür genutzten Mähwiesen sind tendenziell wertvolle Ökosysteme. Ganz anders als etwa Spargelfelder, die meist großflächig mit Folie abgedeckt sind, sodass die Flächen für Ökosysteme verloren sind. Der Energieertrag pro Flächen- und Arbeitseinheit ist bei Spargel ohnehin sehr gering. Da ist Tierhaltung effizienter. Produkte aus fernen Erdenregionen sind oft in ihren Auswirkungen auf die dortige Bevölkerung nicht leicht einzuschätzen. Ein Grund mehr, lokalem den Vorzug zu geben und nach Möglichkeit beim Erzeuger direkt zu kaufen. Wenn wir Cashewnüsse aus Vietnam kaufen, dann bedeutet das, dass dort Menschen unter sklavenartigen Bedingungen für uns arbeiten und schwerwiegende gesundheitliche Schäden in Kauf nehmen. Wenn wir Quinoa aus Bolivien kaufen, dann tragen wir dazu bei, dass dieses einstige Grundnahrungsmittel für die heimische Bevölkerung unerschwinglich wird. Die Schuld wird manchmal den Veganern zugeschoben. Das ist nicht ganz fair. Das Problem thematisierten wir beim Verein zur Förderung von Landwirtschaft und Umweltschutz in der Dritten Welt e.V. schon in den 1990er Jahren, also vor Aufkommen der veganen Welle als Lifestyle-Attribut für naive Modemitläufer. Es stimmt zwar, dass die Veganer keine Probleme lösen, sondern mit ihrer stereotypen Selbstgerechtigkeit und ihrer Unfähigkeit, Kritik zu verstehen, viele Probleme schaffen, aber man kann sie dennoch nicht zu Alleinschuldigen aller konsumbedingten Probleme machen. Die vegane Mode mag das Problem der Quinoa verschärft haben, geschaffen hat sie es nicht. Wenn wir Avocados aus Mexiko kaufen, werden für die Plantagen Urwälder zerstört. Wenn wir Avocados aus dem Mittelmeergebiet kaufen, wird dafür viel Wasser verbraucht, das der Bevölkerung für andere Dinge fehlt. Wenn wir Rindfleisch aus Argentinien essen, wird dafür ebenfalls großflächig Wald gerodet. So bietet sich lokales Fleisch aus verantwortungsbewusster Haltung an. Lokales Wild ist auch guten Gewissens zu essen. Wenn wir Margarine aus Sojaöl essen, unterstützen wir ökologisch verheerende Monokulturen in Nord- und Südamerika sowie das Verfüttern von Soja-Extraktionsschrot an Nutztiere. Wenn wir Margarine aus Palmöl essen, tragen wir zur unwiederbringlichen Zerstörung der Wälder Indonesiens und Malaysias bei. Palmöl findet sich auch in anderen Industrieprodukten, von vegetarischen Maultaschen über Schokolade bis hin zu Griebenschmalz. Ein Blick in die Zutatenlisten kostet nichts. Ein Abo dieses Kanals kostet übrigens auch nichts. Im Vergleich zu Margarine ist lokaler Butter auf jeden Fall der Vorzug zu geben. Auch Olivenöl, das in Mitteleuropa zwar nicht lokal ist, aber im nicht gar so fernen Mittelmeergebiet seit Jahrhunderten produziert wird, ist akzeptabel, auch für Menschen, die keine Milchprodukte vertragen. Für alle, die ihren extravaganten Lifestyle grünwaschen wollen, gibt es die Green Lifestyle Group. Das Unternehmen ist zwar in Deutschland ansässig, aber Hipster geben sich gerne englische Namen. Zu dieser Gruppe gehört ein Versandhandel mit dem verräterischen Namen Avocado Store. Er verdient Geld mit Lifestyle-Produkten wie einem Vitamin-C-Präparat, Vitamin-B12-Tropfen, extrahiertem Omega-3, Goji-Beeren, Cashewnüssen, dem Bakterium Spirulina, explizit veganem Kimchi, veganen Kondomen und veganen Kochbüchern. Zugleich auch mit Hunde- und Katzenfutter, um Fleisch zu verwerten, damit Menschen das Fleisch nicht selber essen müssen,
Das wäre ja unethisch. Da verderbliche und zerbrechliche Produkte wie Eier keinen Platz in einem Versandhandel haben, holt das Unternehmen die Propaganda von der Schädlichkeit des Cholesterins der Eier aus der Mottenkiste. Passend dazu erzählt uns das zur selben Gruppe gehörende Lifestyle-Magazin Ökotest, Butter und Käse seien besonders klimaschädlich. Zu dem Humbug verlinke ich euch unten eine Seite. Sollen wir dann auf Produkte, die bäuerlich und handwerklich lokal erzeugt werden können, verzichten und lieber industrielle und aus Billiglohnländern hergeflogene Lifestyle-Produkte konsumieren? Die Entscheidung muss jeder Mensch für sich eigenverantwortlich treffen. Ich habe für mich entschieden, dass ich kein Interesse an snobistischen Lifestyle-Produkten habe, dass ich Packungsaufdrucke wie Superfood oder Vegan eher als Warnhinweise begreife und dass ich anfallendes Fleisch nicht unbedingt auf dem Umweg über Katzen und Hunde verwerten will, auch wenn ich persönlich kaum Fleisch esse. Ich lege lieber meinen Schwerpunkt auf lokale, kleinbäuerlich und handwerklich erzeugte Produkte. Der Einkauf auf Bauernmärkten ist für mich ein Stück Lebensqualität. Ebenso der Genuss lokaler Milch mit lokalem Honig. Zu Themen des Selbermachens und der Selbstversorgung habt ihr alle auf diesem Kanal schon einige Tipps gesehen. Also viel Spaß damit!